Ich habe immer schon gesagt, da gab es Bernd Lucke noch gar nicht, wir brauchen eine Alternative. Aber haben wir sie jetzt? Das ist meine bange Frage. Transatlantiker war nicht die Alternative, die ich gemeint habe. In jeder Bemerkung zu dem schrecklichen Putin, haben wir gerade Wichtiges gehört, den Satz enthält, dass ja Putin schließlich die Krim annektiert hat, ja, dann weiß ich schon, da muss man gar nicht mehr diskutieren. Das ist Propaganda an und für sich. Ja? Es war nun mal keine Annexion. Das war die Unterstützung einer Sezession, wenn ich das außerhalb meines Vortrags sagen darf. Und eine Sezession ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker wird da wahrgenommen, das ist das Recht jedes einzelnen Bürgers mit anderen zusammen eine Sezession durchzuführen. Und nur mal zur Information, weil es natürlich von den Illners und Wills dieser Welt nicht, und Jauchs nicht gesagt wird. Jeder Staat dieser Welt ist nach dem Friendly Act von 1970, einstimmige Abstimmung in der Vollversammlung der Vereinten Nationen, verpflichtet, eine Sezession zu unterstützen, wenn die von dem Staat, aus dem sezidiert wird, unterdrückt wird. Das hat Wladimir Putin gemacht. Er war dazu verpflichtet, völkerrechtlich.